Warum habe ich mich überhaupt dazu entschieden, Medieninformatik zu studieren? Hi, ich heiße Laura, bin 18 Jahre alt und studiere im Moment den Bachelorstudiengang Medieninformatik im ersten Semester an der TU Dresden. In diesem Video habe ich die Chance, euch eine ganze Woche lang einen Einblick in meinen Studienalltag zu geben und will natürlich auch was zu meinem Studiengang erzählen, worauf ihr euch eventuell einstellen müsst, wenn ihr Medieninformatik oder allgemein Informatik an der TU Dresden studieren wollt, und wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß bei dem Video. Heute ist Montag und eigentlich müsste ich gar nicht unbedingt zur Uni fahren, weil ich heute nur eine Vorlesung habe und die kann man sich auch online anschauen. Aber ich glaube, ich fahre trotzdem nach Dresden, weil ich mich einfach besser konzentrieren kann, wenn ich nicht zu Hause bin. Es sind nur 2 Grad und Schneeregen draußen, aber egal. Ich habe mir jetzt überlegt, dass ich zur SLUB gehe, von dort aus meine Vorlesung online anschaue und dann mir direkt danach noch einen Livestream ansehe. Ich bin jetzt wieder draußen und habe alles geschafft. Die Vorlesung war zum Thema lineare Algebra bzw. konkreter lineare Abbildungen, was angeblich ein sehr wichtiger Teil der linearen Algebra ist. Also ja, würde ich sagen, lief gut. Dann war ich noch in der Zeltschlösschenmensa und habe ein sehr leckeres Gericht mit Gnocchis gegessen. Und nachher bin ich sogar noch in den Thalia gegangen, weil ich da meinen 5-Euro-Gutschein eingelöst habe, der in dem Ersti-Beutel drin war. So, ich bin jetzt wieder zu Hause und sitze jetzt schon an meinem Schreibtisch, weil ich mir noch ein Übungsblatt anschaue für die morgige Übung zum Thema Algorithmen und Datenstrukturen. Und ja, dann würde ich sagen, dann sehen wir uns morgen wieder. So, nächster Tag. Ich bin jetzt hier in der Informatikfakultät und wir hatten jetzt auch gerade schon die Übung von 7.30 Uhr bis 9 Uhr. Und jetzt habe ich ein bisschen Freizeit und da wollen wir in der Gruppe ein paar Übungen auch zusammen machen. Vor allem Mathe, weil wir nächste Woche unsere erste Prüfung schreiben. Wir sind jetzt fertig und haben sehr viel geschafft, haben alle Aufgaben erledigt. Jetzt geht es erstmal zur alten Mensa und dann erwartet mich noch ein sehr spannender Termin, und zwar gehe ich zu einem weiteren Videodreh. Bin ich sehr gespannt. Mal schauen, wie es wird. Und schon sind wir wieder zurück in der Informatikfakultät. Der Dreh beginnt in einer halben Stunde und ich werde euch auf jeden Fall mitnehmen. Ich darf nämlich bei der Sitzgelegenheit dabei sein. Und dort kann man auch schon das Kamerateam sehen. Ich bin jetzt hier schon direkt live beim Dreh dabei. Und das Video könnt ihr auf jeden Fall auch bald auf YouTube finden. Das war auf jeden Fall ein sehr cooler Tag. Und jetzt ist auch schon Mittwoch und ich habe heute erst 11.10 Uhr eine Vorlesung im Hörsaalzentrum. Und bis dahin nutze ich die Zeit, um mir Flutter auf meinem Laptop zu installieren. Denn wir müssen in dem Modul Einführung in die Medieninformatik ein App-User-Interface mit Dart programmieren. Und dazu benötigt man Flutter. Und ich habe mir jetzt schon Android Studio auf meinem Laptop heruntergeladen und versuche jetzt, dass das irgendwie unkompliziert mit Flutter funktioniert. Wie ich es liebe, wenn Error angezeigt wird. Ich liebe Technik. Ich habe noch ein bisschen Zeit, habe mir jetzt erstmal was zu essen gekauft und werde jetzt noch ein kleines essen. Und dann habe ich eine diskrete Strukturenvorlesung, also auch Mathe.
und ich hoffe, es wird nicht allzu kompliziert. So, wir sind jetzt hier wieder im Hörsaalzentrum und jetzt haben wir noch eine Übung zu den Algebra und dann haben wir es geschafft für heute. Übung geschafft. Natürlich besteht mein Leben nicht nur aus Lernen für die Uni. Ich gehe nämlich auch immer mittwochabends zusammen mit einem guten Freund zu einem Tango-Argentino-Tanzkurs, der vom Hochschulsportzentrum organisiert wird. Und das ist auf jeden Fall was, was ich euch sehr dringend empfehle, wenn ihr euch für einen Sport interessiert oder einfach mal was Neues ausprobieren wollt. Denn die Uni hat immer sehr preisgünstige und sehr coole Sportangebote. Und ja, man könnte auch jedes Semester einfach einen neuen Sport ausprobieren für sehr wenig Geld. Und das ist auf jeden Fall echt cool. Für die Fahrt zur Uni und auch zum Beispiel zu Sportkursen nutze ich natürlich immer das Semesterticket, weil das ist sehr praktisch. Das ist in den Semesterbeitrag mit drin und man kann damit im ganzen VVO-Raum und auch zum Beispiel bis nach Leipzig bequem mit dem Zug fahren oder auch in Dresden überall mit der Straßenbahn. Und das muss man natürlich auf jeden Fall auch nutzen. Wir haben jetzt Sport gemacht und jetzt fühlen wir uns topfit. So, und schon bin ich wieder zurück in der Infofakultät im APE. Und ich wollte die Chance jetzt nochmal nutzen, um euch das Gebäude ein bisschen besser zu zeigen. Weil ich finde, die Infofakultät ist eines der coolsten Gebäude am Unicampus. Weil es auch, würde ich sagen, das modernste ist. Und deswegen machen wir jetzt nochmal ja, so eine kleine Roomtour, kann man sagen. Also hier ist das Foyer und das Gebäude hat insgesamt 4 Etagen, glaube ich. Und dafür kann man entweder die Treppe benutzen oder man benutzt den coolen Fahrstuhl. Aber Moment, ich habe noch was Wichtiges vergessen, nämlich das ASCII-Café dort hinten. Hier kann man sich einfach, wenn man will, ein Heißgetränk oder so kaufen und ein bisschen entspannen. Aber jetzt geht's erstmal hoch mit dem Lift. So, wieder im Foyer angekommen, sitze ich jetzt hier gerade auf einer bequemen Couch. Der Tag an der Uni lief halt eigentlich echt entspannt. Ich hatte zwar schon 7.30 Uhr früh eine Übung, was sehr zeitig ist, aber dafür war die Vorlesung dann 10.50 Uhr auch wieder vorbei zur Einführung in die Medieninformatik. Dann konnten wir entspannt in die Mensa essen gehen und ja, jetzt fahre ich wahrscheinlich auch schon bald wieder nach Hause, weil, wie ich schon erwähnt hatte, schreiben wir nächste Woche Freitag unsere allererste Mathe-Klausur und da will ich mich auf jeden Fall noch ein bisschen vorbereiten. Ja, dann würde ich sagen, ich bin mit einem Schnipsen zu Hause. Warum habe ich mich überhaupt dazu entschieden, Medieninformatik zu studieren? Was mir schon immer sehr viel Spaß gemacht hat, war digitales Zeichnen. Und deswegen hatte ich schon immer irgendwie ein Interesse auch für digitale Medien und so. Was mich auch immer fasziniert, ist einfach die Fähigkeit von so einem kleinen technischen Gerät, wie zum Beispiel einem Handy, was es alles kann. Weil es ist ja wahrscheinlich schlauer als wir, weil es ja viel mehr Wissen abspeichern kann. Und ja, davon war ich schon immer sehr beeindruckt und wollte herausfinden, wie das denn überhaupt zustande kommt oder wie man so etwas entwickeln kann. Und Medien sind ja allgemein auch bei fast allen Leuten ein wesentlicher Bestandteil des Alltags und der bestimmt auch irgendwie unser Leben. Und was man natürlich nicht vergessen sollte, ist, dass man einfach mit einem Informatikstudium so gute Zukunftsaussichten hat und hat so viele Möglichkeiten, in Zukunft einen Job zu finden, weil es überall gebraucht wird. Also Leute, studiert Informatik. Natürlich muss man auch sagen, dass man nicht faul sein sollte, weil gerade in diesem Studiengang wird auch viel auf selbstständiges Lernen gesetzt. Denn mein Stundenplan ist jetzt im Vergleich zu vielleicht anderen Studiengängen sehr leer, weil ich manchmal auch an einem Tag nur eine einzige Vorlesung habe. Aber dafür muss man vielmehr sich selbst motivieren und selber Aufgaben machen. Und das ist auch sehr wichtig, dass man dann nicht immer alles aufschiebt oder das einfach gar nicht macht, sondern dass man auch wirklich dann dran bleibt.
Und warum eigentlich die TU Dresden? Was das Studium an der TU für mich so besonders macht, ist vor allem die coole Infofakultät. Man wird immer neuen Herausforderungen gestellt, wie beispielsweise, dass wir jetzt wie eine eigene App programmieren müssen, wo ich nie gedacht hätte, dass ich das überhaupt mal kann. Aber man nimmt dann die Herausforderung an und wenn man das in der Gruppe gut ausarbeitet, dann schafft man das auch. Und man kann auch immer die Tutoren in den Übungen befragen und die helfen einem dann auch immer weiter. Und ja, man hat einfach nicht das Gefühl, dass man irgendwie verloren ist, weil man immer einen Ansprechpartner hat. Und wenn ich dann abends endlich mal fertig bin mit allen Aufgaben, entspanne ich am liebsten mit meinem kleinen Häschen. So, ich stehe jetzt in der S-Bahn und jetzt fahre ich erstmal zum Hörsaalzentrum. Das ist eigentlich jeden Tag ein gleicher Weg von Radebeul zum Dresden Hauptbahnhof und dann noch mit dem Bus 66 zum Hörsaalzentrum. Das war's mit dem Vlog. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr euch auch noch einige andere Videos von diesem Format anschauen. Hier beispielsweise zeigt euch Larissa ihren Alltag als Architekturstudentin. Und ihr könnt ihr auch noch ein weiteres spannendes Video vom Kanal TU Dresden probieren finden. Viel Spaß damit und tschüss!